Hallo und willkommen zurück zu Ghost of a Tale. Ich habe gerade überlegt, was wir jetzt eigentlich machen wollten. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wie ich die letzte Folge beendet habe. Ob ich da irgendwelche Pläne hatte. Außer noch ein bisschen weiter erkunden, bevor wir zum Silas gehen. Ausnutzen, dass wir hier die Rüstung tragen. Ich denke, das ist vielleicht sinnvoll. Wir haben Würfelspiel gespielt. Hier kommen wir noch nicht weiter. Ein bisschen schneller laufen. Aber vielleicht bei dem anderen Teil des Hofes nochmal gucken. Warum ist da eigentlich die Fackel nicht an? Gehen überall automatisch an, nur hier nicht. Ach ja, genau, und ich wollte das mit der Leiter da mal probieren. Kann ich da. Da oben ist auch so ein. Da ist so ein Käfer. Ich probiere mal was. Stock. Da oben ist ein Käfer. Vielleicht will ich doch Flasche nehmen. Also es zeigt mir hier so ein Dingens an. Also wenn ich da so die Leiter abgehe und da vorne zeigt es mir erst das Wurfsymbol an. Deswegen denke ich, dass das richtig ist, aber der Stock scheint es nicht zu bringen. Die Flasche aber auch nicht. Ich habe ja nur Stöcke und Flaschen. Ich habe übrigens Fenster auf, weil es ist scheiß warm und momentan kühlt es draußen gerade ein bisschen ab, weil Gewitter im Anmarsch. Deswegen sorry für die ganzen Verkehrsgeräusche jetzt im Hintergrund, die Autos und alles. Lasst euch bitte nicht davon ablenken. Wir probieren das weiter. Irgendwie muss ich doch da die. Ich bräuchte Steine halt, aber ich habe keine. Ich kann keine Steine werfen. Kann ich irgendwie vielleicht so ein bisschen hier hoch? Überlegt, wenn man das von einem anderen Winkel macht, dass man vielleicht, ne? Ich sehe halt auch nicht so genau, was man da eigentlich abwirft, damit die Leiter runterkommt. Das würde mir vielleicht noch einen Hinweis geben. Kann ich eine andere Stelle ausprobieren? Muss ich vielleicht von hier aus? Das ist irgendwie so ein. Das ist ein Haken. Also eigentlich schon richtig von der anderen Seite aus. Oder? Ja, eigentlich schon. Sonst käme auch das Symbol nicht. Aber weder Flasche noch Stock funktioniert. Ich probiere doch noch mal irgendwie einen anderen Winkel. Es ist halt auch irgendwie komisch, weil das ist ja eigentlich der Balken im Weg. Dann treffe ich ja den Haken nicht. So sehe ich den Haken. Jetzt wäre meine Maus direkt drauf. Ah, das Symbol erscheint erst hier. Das ist blöd. Ah, vielleicht brauche ich irgendwie einen Stuhl oder so. Haben wir hier irgendwas? Ja. Ich komme jetzt so besser ran. Ich hoffe, das ist die Lösung. Weil mir gerade auffällt, ich glaube, bei mir hört man mehr Flugzeuge als Straßenverkehr. Das ist nicht gerade so eine Hauptdurchgangsstraße. Aber dafür fliegt hier sehr viel rum. Kein Platz.
Kein Platz. Und dass die Ratte sich dahin nicht wundert, was wir eigentlich treiben. So, noch zwei Stücke habe ich. Nein. Ja, aber das geht immer vor dem Balken, also an dem Balken da kaputt. Doofe Sache. Ach so, da wäre es hingegangen. So, und jetzt fängt das Gewitter an. Also heute, ich weiß echt nicht, wie viel man davon jetzt in dem Video hört. Ah, gut. Schön. Okay, selber Problem. Mist. Das ist doof. Wir kommen irgendwann wieder und überlegen uns noch was. Jetzt erstmal überlegen. Ich kann man hier eigentlich noch mal raus? Nee, ne? Okay. Da muss ich, glaube ich, nichts mehr machen. Treppe runter. Bei der nächsten Gelegenheit noch ein paar Stöcke mitnehmen. Aber man hat. Also momentan hat man ja nichts anderes, was man werfen kann. Es ist halt die Frage, ob man später irgendwie tatsächlich sowas wie, lass mich gerade noch ausgucken. Steine oder sowas hat. Hat mir da eigentlich. Ne. Ab und zu gibt es ja Truhen. Doch, wir hatten hier die Schatulle. Schatullenschlüssel haben wir aber noch nicht. Wir haben mindestens einen neuen Schlüssel, aber nicht dafür. Huch, Kamera macht gerade komische Dinge. Wir haben den Brunnenschlüssel. Richtig, so ich den Brunnen sehe. Und wir können jetzt auch sehr einfach hier einfach hinlaufen. Einfach. Was auch total angenehm ist. Okay, ja, ich glaube, da ist ein Gitter und da ist eventuell ein Schloss drüber. Gut, bevor wir das machen, Sachen auffüllen und speichern. Hatten wir Stöcke in unserem Zimmer? Wir hatten Kerzen im Zimmer. Kann sein, dass beim Schmied noch Stöcke rumstehen. Das habe ich. Oh, ich habe es nicht weiter gefüllt. Habe ich das nochmal benutzt? Komisch. Ich dachte, das wäre voll gewesen. Egal. Jetzt ist es voll. Ich glaube, ich bin zu schwer, um da hochzuklettern jetzt gerade. Moment, da müssen wir eben mal kurz Gegenstände ausrüsten ablegen. Ich muss zu Kleider Kostüm anlegen. So, jetzt sehr, sehr viel agiler. Noch ein paar Kerzen mitnehmen. Okay, braucht er noch eine. Ups. Hast du nicht hier irgendwo Stöcke stehen? Ich dachte. Ne, kann sein, dass die sonst irgendwie mal rumliegen. Egal, okay. Dann, Moment, vor ihm können wir uns nicht umziehen. Gucken, ob das als versteckt gilt. Okay. Und speichern. Und dann schauen wir uns mal den Brunnen an. Falltür. Wow. Leiter. Oh. Oh. Okay, uff. Haben wir Schaden genommen? Sehe ich hier irgendwo mein Lebens.
Ein Stamina-Balken, ist ja alles eins dasselbe. Ich glaube nicht, okay. Hier liegt eine tote Ratte. Ist von der Größe her. Soll ich mal Laterne oder so nehmen? Kerze? Damit ihr auch ein bisschen mehr seht. Überreste. Obolus des Wärters. Hat man nicht schon mal sowas gefunden? Ich muss, glaube ich, nochmal nachlesen, was das ist. Da sind wir runtergefallen. Mich wundert, dass er sich nicht wehgetan hat. Was das? Haben wir nur diesen Obolus? Hier unten. Schade, ich habe jetzt irgendwie auf mehr gehofft. Irgendwie noch einen Geheimgang oder irgend sowas. Huh. Okay, das war jetzt echt unspektakulär. Obolus der Wache Tyrus Volker. Eine silberne Scheibe, die allen Mitgliedern der Rattenwache ausgehändigt wird und in die der Name des Trägers eingraviert ist. Mit dem Obolus lassen sich die entdeckten Überreste Tyrus Volkes zuordnen, dem Wärter der Burg. Ach klar, das ist, ja, wir hatten ja schon mal so eins gefunden, das ist ja wie so diese Hundemarken von Soldaten, oder? Nehme ich mal an. Okay, das andere war von... da war nur eine merkwürdige Glyphe eingraviert, da wissen wir nicht, von wem das war, und das war von einem Wärter namens Tyrus Volker. Und aus irgendwelchen Gründen ist er in den Brunnen gefallen. Okay. Vielleicht ist er aber auch in den Brunnen geworfen worden. Man weiß es nicht, was Ratten so treiben. Besonders weiß ich halt auch nicht, was bringt mir das. Also ich meine, das ist, ich meine, ich mag Story-Inhalte, klar, aber haben die sonst noch irgendeinen... Sieht voll schön aus hier. Ich mag es mit den Schmetterlingen und alles. Haben die irgendeine Funktion halt, ist die Frage. Und da extra den Brunnen für reinfällt. Mit Maus Warnemal. Hinter der Tür eigentlich. Darf ich da rein? Ich glaube, die habe ich mir noch nicht angeguckt, oder? Weil der ja die ganze Zeit davor steht. Guten Tag. Ich bin die Wachablösung. Ein Aufzugstorwache. Ah. Stehen bleiben. Die untere Burg und der Hafen sind abgeriegelt. Befehl des Kommandanten. Das Tor ist verriegelt, aber wieso? Der Kommandant schickt einen Trupp in die Katakomben, um die Spinnen zu erlegen. Ah, da geht's dann weiter, wenn wir mit Silas geredet haben. Das Tor und der Aufzug sind bis dahin gesperrt. Ich sollte jetzt gehen. So, da Drecke, richtig? Der Kommandant möchte dich in seine Arbeitszimmer sehen. Oh. Okay, danke. Ich habe Angst. Ich will mich in seinem Arbeitszimmer sehen. Sollten wir nicht vorher mit Silas reden? Ich weiß es nicht. Und ich wollte ja eigentlich auch nochmal in einen anderen Teil der Burg kurz gucken und so, wie überhaupt und sowieso. Zeitdruck. Ich frage mich, ob man jetzt einfach durchs Haupttor rausspazieren könnte. Ist wieder langsam als du, ne? Holst du mich ein? Ich mach mal eine Abkürzung. Ich kann mir nie merken, welche Türme hier was beinhalten, welche Gänge und welche wie verbunden sind und sowas. Ich habe da absolut kein Gedächtnis für. Ah ja, hier das war, da kann man denn darüber. Und das ist doch dann jetzt der andere Burghof, oder? Wenn ich darüber gehen würde. Und hier. Keine Ahnung. Was ist das hier? Hey, das ist dann der untere Teil. Ja, okay, genau.
Heißt, viel mehr gibt es hier gar nicht. Eigentlich, ich muss nochmal nach rechts gehen. Es dauert halt jetzt alles leider ein bisschen länger, weil es so langsam geht in der Rüstung, aber ich möchte das jetzt hier mal ein bisschen erkunden und gucken, dass ich mich ein bisschen besser orientieren kann und gucke, wo ich noch nicht war. Da ist noch ein Käfer, da ist ein Käfer, 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 Käfer. Per Sprummer. Okay, super. Warte mal, da ging's hoch. Ja, das ist alles, ne? Also. Moment, bin ich komplett. Das ist ja einfach nur das hier. Genau, hier gibt's ja gar kein anderes Recht. Also hier gibt's nur links, hier gibt's kein rechts. Also, hä? Also was ich als. Hier, ich dachte, hier kann man noch weitergehen, aber kann man ja gar nicht. Das heißt, da gibt es eigentlich gar nicht so viel, außer ich würde es übersehen. Da unten sind die beiden Mäuse. Ich hoffe, ich habe hier echt alles erkundet jetzt. Sie in allen Räumen mal waren. Da vorne war ein Käfer. Und außerdem Stöcke zum Nachfüllen. Herr Sprummer Nummer 4. Stückchen, 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 Stückchen. Das war's. So. Das ist leer, das haben wir schon gecheckt. Ich weiß ja nicht, ob ich erst zum Silas sollte oder ob ich jetzt einfach zum Kommandanten reingehen kann, ob das eine so sinnvolle Idee ist. Tach. So, hier hätten wir jetzt auch ganz. Aha. Ganz easy das Ding mitnehmen können. Das letzte Mal haben wir es halt anders gemacht. Das haben wir einfach zugemacht. Du hast einfach die Tür zugemacht. Stehen bleiben. Das Haupttor ist geschlossen. Befehl des Kommandanten. Niemand darf rein oder raus. Warum ist das Tor verriegelt? Der Wärter ist verschwunden. Die Burg wurde abgeriegelt, bis er wieder auftaucht. Oh. Der Wärter ist im Brunnen. Oder ist der Stoff. Also zumindest ein Wärter ist im Brunnen, aber der ist schon lange da, so wie das Skelett aussieht. Ich habe heute Abend Ausgang. Jeglicher Ausgang ist bis auf Weiteres gestrichen. Dieses Tor bleibt geschlossen, bis der Kommandant einen neuen Befehl erteilt. Vielleicht ist das ein anderer Wärter, aber wenn es derselbe Wärter ist, dann liegt der schon sehr lange da. Okay. Was sagt denn meine Quest eigentlich? Nicht beendet, aktiv. Wegen dem. Weil das mit dem Kommandanten ist nicht wirklich eine Quest. Ich brauche immer noch so eine Kapuzen-Dingen. Ich glaube, ich wage es mal und gehe einfach zum Kommandanten und dann erst zum Silas. Weil ich gerne noch vorher auch die Kapuze da noch suchen wollen würde. Konnte mir der. Ich gehe gerade nochmal da hoch. Weiß gar nicht, ob der Schmied mir dabei auch helfen kann. Weil die Teile haben wir jetzt alle. Das ist nochmal irgendwie so ein Flaschenzug. Kann man da irgendwas machen? Ich hole gerade mal ein Stückchen raus. Kann mal gucken, ob man hier irgendwas abwerfen kann oder so. Irgendwie ist das ja komisch. Warum steht das hier? Ich meine, man kann hier aus dem Fenster raus und dann. Das ist, glaube ich, einfach nur als Fluchtweg gedacht, oder? Ich glaube. Dass es sonst keine Bedeutung hat. Nur ein Fluchtdecke, aber von oben aus dem Fenster kommt. Okay. Kannst du mir sagen, wo es noch Sackleinen gibt? Ach, hatte er. Bei den Zellen hat er gemeint.
In der Regel bei den Zellen. Ah, dann machen wir das ein andermal. Der Kommandant. Jetzt muss ich nur wieder den richtigen Aufgang finden. Der Kommandant, der müsste da oben irgendwo sein. Ich meine, eigentlich ist die Burg jetzt nicht so kompliziert, aber ich habe das Gefühl, wenn man so. Wenn man noch im Schleichmodus ist und hier sich überall irgendwie durchschleichen muss und mal andere Wege schnell gehen und flüchten muss, dann kommt es einem irgendwie verwinkelter und komplizierter vor. So, der Kommandant erwartet mich. Du schon wieder. Wie lautet er denn? Wie lautet er denn? Was denn? Ich muss mit dem Kommandanten sprechen. Ja, er hat doch jetzt gemeint, er will mich sprechen. Du hast ihn verpasst, er wird bis heute Abend am Hafen sein? Was? Aber der wollte mich doch. Er wollte mich sehen. Es hieß eben, die Ratte da unten hat gesagt, der Kommandant will mich sehen. Okay, dann gehen wir jetzt zum Silas. Hä, verriegelt, du brauchst den Korridor Thronschlüssel? Aber den habe ich doch. Den hatte ich doch irgendwo gesehen und habe ich den nicht mitgenommen? Weil mich hat das schon gewundert, dass wir den nicht mehr im Inventar haben. Deswegen habe ich jetzt mal gemeint, wir müssen doch eigentlich zwei Schlüssel haben. Und dann hatten wir nur den Brunnenschlüssel. Hatte sich das irgendwie nicht richtig genommen, weil das ziemlich hoch hing? Das war in der Küche, ne? Oder in der Nähe von der Küche, wo wir die Oma mal gefunden haben. Boah, wie komme ich denn da jetzt nochmal hin? Wir brauchen diesen Schlüssel. Und wir sollten den Schlüssel eigentlich auch haben. Schon längst. Ich will diese Leiter da runterkriegen. Kann ich das echt von hier aus machen? Das ist der Leiter nicht voll doof, dass das nicht geht. Okay, wir müssen nochmal zu dem. Irgendwo hing der rum. Ich weiß halt jetzt. Ich kann mich gerade nicht erinnern, genau. Ich muss eventuell mein Video nochmal angucken. Wie kam man jetzt? Was war jetzt nochmal dieser Weg zu der Küche und dem Würfelspieler? Shit, nicht hier lang auf jeden Fall. Mist, ich hab grad keine Ahnung, was das war. Wie komme ich da nochmal hin? War das die andere, die Tür? Hier unten gibt es noch. Nee, das ist glaube ich nur die Kammer, oder? Ich gucke gerade nochmal. Das ist doch komplizierter als man denkt. Ich bin dafür, dass es die Karte kompliziert ist, damit ich nicht so doof dastehe. Wehe, ihr widersprecht mir. Jetzt sind wir hier. Was ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Da können wir auch gerade nochmal schnell durchgucken. Irgendwas übersehen haben. Flaschen auffüllen. Dann brauche ich. Ja, alles brauche ich. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Das hatten wir geöffnet. Wir hatten hier nur einen Schlüssel gehabt. Den haben wir auch benutzt. War nämlich der gegenüber, glaube ich, die Kiste, genau, war das. Okay, Hab ich hier noch irgendwas übersehen vielleicht? Könnte hier sein, ein Schlüssel. Komme ich noch mal zu der Oma? Ich bin echt gerade ja mal. Jetzt muss immer, es war irgendeine andere Tür. Es war eine Tür, echt. Ja, Mann.
Gitarre ist gefüllt. Ich will hier gerade noch mal gucken, ob ich vielleicht teure Kerzen noch einen Schlüssel sehe für diese Feldkisten. Jetzt, wo ich mich auch hier so ein bisschen leichter bewegen kann. Ich mache zwar einen totalen Krach, aber das stört ihn momentan nicht. Wahrscheinlich, weil sie das Geräusch der Rüstung gewöhnt sind. Da haben wir Rüstung mitgenommen. Die Nachttöpfe haben alle nichts. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, da das Banner abzubrennen. Nicht, dass er davon dann wach wird. Ich könnte es natürlich riskieren. Der wundert sich jetzt. Rechnet aber eins und eins nicht zusammen, wie das waren. Von daher. Okay. Wer verfolgt mich jetzt? Ich fühle mich verfolgt. Ich will jetzt noch diese Tür finden, den Eingang zu dem Gang, wo die große Küche geht. Ich weiß genau, wie der Gang aussieht und so, aber wo ich hin will. Ich kann es mir gerade nicht zusammenreimen, welcher Aufgang das ist. Das ist der Hafen. Da kommen wir zu den Gefängniszellen zurück. Sind die ganzen Turmausgänge? Ich bin zu blöd. Das ist auf oben eigentlich für eine Tür. Ich habe einfach einen Aussetzer, was die Orientierung gerade angeht, zu dem. Da ist auch eine kleine Leiter. Zu diesem anderen Gebäudekomplex. Die Karte hilft mir irgendwie auch gar nicht, weil ich nicht weiß, was auf der Karte hier was ist. Es müsste ja so eine Sprechblase sein. Das da unten ist der Schmied, das ist der Brunnen. Rechts ist Silas und Fatale. Silas und Fatale. Wie heißt der? Gusto und Fatale. Im Nordosten. Im Westen unten. Das sind ja drei. Das sind aber halt, das ist der Frosch wahrscheinlich. Also es sind doch die Gefängniszellen. Aber ist das oben drüber? Das ist der Garten. Ich frage mich auch, warum wir eigentlich bei diesem Durchgang durch diese zwei Höfe so ein Schmiedsymbol noch haben. Ist auch komisch. Ist da noch ein Rüstungsteil? Okay. Ich werde so ein bisschen durch die Gegend laufen und meinen Weg suchen. Bis ich was Spannendes Neues gefunden habe. Mich gerade so ein bisschen noch um. Da hinten ist halt eine, auch, da hinten oben ist eine Tür. Ich glaube, die habe ich ganz am Anfang schon mal gesehen. Habe ich gefragt, wo da hinkommt. Und beim nächsten Mal habe ich dann Fortschritt gemacht. Und dann gucken wir, dass wir nochmal diesen Thronschlüssel finden. Sollten wir eigentlich. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen.